Ja, willkommen am Limit. Mein Name ist Alexander Schumann und in den letzten beiden Videos habe ich euch ja meine Springspinnen gezeigt, diese kleinen Tierchen hier. Und heute zeige ich euch meine größte Spinne und zwar meine Gramostola formosa. Also das ist meine größte Spinne, das ist nicht die größte Spinne, die es gibt. Und die hat sich heute seit langem mal wieder blicken lassen. Und ja, das ist sie. Und sie ist ein bisschen aggressiv, habe ich heute schon mal angefasst und das war jetzt nicht so klug, nichts passiert, aber ja, die lassen wir jetzt lieber in Ruhe. Und sie hat jetzt heute eine Heuschrecke gegessen und Heuschrecken kennt ihr vielleicht, das sind diese Tierchen da, das sieht man. Genau, da hat sie heute eine bekommen und alles, was von einer Heuschrecke übrig bleibt, wenn sie eine Spinne gegessen hat, das ist so ein Klumpen da mit zwei Flügeln dran. Und das ist ja der ganze Zauber. Ja, beim Schneiden ist mir aufgefallen, ich habe das gar nicht richtig erklärt. Also wenn die Spinne eine Heuschrecke frisst, dann spritzt sie ja ihre Verdauungssäfte in die Heuschrecke und wartet, bis das aufgelöst ist und dann zuzelt es raus. Und dann bleibt eben so ein Klumpen mit zwei Flügeln in dem Fall übrig. Und ja, das muss man dann aus dem Terrarium raustun. Und dann passt es alles. Ja, dann war es das für dieses Video. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und nicht wundern, ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Bis demnächst.